Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das EHFD-Bundle von Herzog. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. EHFD von Herzog, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier ein Bundle mit folgendem Inhalt. Das Album plus DVD, dann haben wir hier einen Sticker, einen Flyer, weitere Sticker, ein Shirt und ein Poster. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich, EHFD. Zu diesem Album, was gibt es dazu zu wissen? Es ist ein Re-Release eines bis bestehenden Albums von Herzog. Und zwar, wir erinnern uns, 2011 erschien Ein Herz für Drogen. Das war Herzogs Debütalbum, das erste Soloalbum. Und mit diesem gab es dann nach ein paar Jahren namenrechtliche Probleme. Und zwar der Axel Springer Verlag, denen gehören unter anderem die Bild-Zeitung und auch viele andere Verlage oder Medien. Und die haben eine Initiative, die nennt sich Ein Herz für Kinder. Und nachdem der ursprüngliche Albumtitel bei Herzog Ein Herz für Drogen sehr, sehr ähnlich ist, also ident bis auf das letzte Wort, haben die sich irgendwie provoziert gefühlt und haben dann namensrechtlich erwirkt, also haben eine Verfügung vor Gericht, eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass das Album nicht mehr unter dem ursprünglichen Titel verkauft werden durfte. Ja, daraufhin hat Herzog reagiert und hat das Album dann re-releasen lassen unter dem Titel EHFD. Und EHFD, dieses Akronym, steht jetzt laut Herzog für Ein Herzog für Deutschland bzw. Ecstasy, Haze, Fentanyl, DMT oder auch Ex-Hustler, Fick Deutschrap. Ja, damit hat man elegant diese Markenrechtsverletzung umgangen. Vielleicht erinnert ihr euch, Silla hat ja auch mal Probleme mit seinem Namen, mit Markenrechtsverletzung. Das war recht ähnlich, nur hat eben den Künstlernamen betroffen. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. EHFD lesen wir hier in schwarzen Buchstaben. Dahinter haben wir ein rotes Herz aus kleinen Pillen geformt und rundherum dann noch weiße Pillen bzw. weiß-rote Pillen. Hier oben lesen wir Bombenprodukt präsentiert. Also Bombenprodukt ist das Label von Herzog. Darunter lesen wir Herzog. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Zwei Discs lesen wir hier, weil eben noch eine DVD dabei ist. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Herzog EHFD. Und dann kommen wir zur Tracklist. Wir haben hier insgesamt 22 Tracks. Und wir haben hier Features mit dabei von Farag, Contra K und Rico, Farag, King Orgasmus One, Taylor, PTK, Cone Gorilla, Grecho Stalker, Dr. Surabi, Farag, Larry, Fratal, Sadi Chant und Skinny L. Also jede Menge Features, sowohl aus dem Bombenprodukt Camp als auch aus dem Umfeld. Dann haben wir hier rechts oben noch die Credits zum Album. Wer war daran beteiligt? Das ganze Album wurde produziert von 86 kHz. Das ist der Hausproduzent bei Bombenprodukt und nebenbei gesagt auch noch der Bruder von Herzog. Dann haben wir hier die Info, dass hier auch noch eine DVD dabei ist. Und zwar enthält diese unter anderem Bodypacker, also das ist der Bonustrack. Dann haben wir Ein Herz für Drogen Remix von Berlin bis Prag in der Remix-Variante und Keine Nacht ohne Drogen in der Remix-Variante. Also die Videoclips dazu, Credits und Barcode haben wir dann unten auch noch. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Booklet aus. Es ist kein reguläres Booklet, denn es lässt sich hier so auffalten. Und dann haben wir hier so ein quadratisches Mini-Poster, EHFD. Und unten haben wir dann noch die Logos von Herzog, Vollblut-Hustler, Bombenprodukt und 86 kHz. Von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier einmal das Cover. Dann haben wir hier einen Disclaimer. Das ist so mehr oder weniger ein Warnhinweis, da es ja auf dem Album sehr stark um Drogen und um deren Konsum geht. Und dann haben wir hier noch zwei Zitate. Einmal ein Zitat aus dem Track Wieder mal und ein Zitat aus dem Track Politisch korrekt.
Sehr schön. So, noch ganz kurz zur Info, was diese Variante, also dieses Re-Release von der ursprünglichen Variante des Albums unterscheidet, ist natürlich nicht nur der Albumtitel, der hier abgeändert wurde und das Design alles. Nein, es ist auch so, dass das ganze Album komplett neu gemixt und gemastert wurde. Ein Bonustrack, das ist wie gesagt dieser Bodypacker-Track, den wir hier hinten angeführt hatten. Wo haben wir es? Hier. Bodypacker, also in diesem Fall dann. Dann haben wir drei Remix-Varianten, die auf der DVD drauf sind. Zwei neue exklusive Videos. Alle bisherigen Videos, Trailer und Shoutouts zum Album. Und ein Making-of plus ein Behind-the-Scenes. Das alles befindet sich hier auf der DVD. Gut. Die CD an sich sieht so aus. Auch hier wieder dieses rote Pillenherz. Und auf der Rückseite befinden wir dann besagte DVD. So sieht das aus. Schwarze DVD, auch hier wieder mit Pillen in Rot und Weiß. Kann man das Herz durcherkennen. Hier in den Buchstaben. Jawohl. Sehr schön. Dann haben wir als weiteren Box bzw. Bundle-Inhalt einen Flyer. Der sieht so aus. Hochformat und ist auf beiden Seiten ident bedruckt. In diesem Design des Covers im Hochformat haben wir auch einen Sticker, EHFD im Hochformat und Sticker im Querformat. Und hier haben wir dann die Bedeutung der Abkürzung nochmal, also es gibt ja mehrere Varianten. Und zwar haben wir hier einmal ein Herzog für Deutschland, dann haben wir Ex-Hustler Fickt Deutschrap und dann haben wir noch Ecstasy, Haze, Fentanyl, DMT. Was ganz spannend ist, wir haben hier dann noch einen vierten Sticker, also ein Herzog für Deutschland, hier in zweifacher Variante. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass damals ein Fehler unterlaufen ist, denn laut Beschreibung hätten in diesem Bundle vier Sticker sein sollen und die haben wir ja schon mit diesem im Hochformat. Und da, dass dieser Sticker hier doppelt in dem Bundle drin ist, gehe ich davon aus, dass das hier irrtümlich reingerutscht ist. Wir können auch, ist die Frage, ob man das erkennen kann, der ist hier etwas abgenutzter, der Sticker, und wirkt irgendwie ein bisschen verstaubter oder ein bisschen so verklebt. Das liegt daran, dass die auch bei der Lieferung so ein bisschen aneinander geklebt sind. Also ich glaube, beim Befüllen der Bundles hätte dieser Sticker hier eigentlich gar nicht dabei sein sollen. Ist dann irgendwie an dem so dran geklebt, deswegen wurde es nicht gemerkt. Aber falls ihr das Bundle auch habt oder falls ihr es bestellen solltet oder irgendwie noch drankommen solltet, dann werdet ihr meiner Meinung nach nur vier Sticker darin vorfinden, nicht fünf. Wie gesagt, da habe ich einfach nur Glück gehabt in diesem Fall. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und die Besonderheit an diesem Poster ist, dass es unterschrieben wurde. Das Ganze kommt im Hochformat, auch hier wieder im Design. Und hier kann man jetzt sogar erkennen, dass diese Pillen auch nochmal alle gebrandet sind, hier mit EHFD-Schriftzug. Kann man gut erkennen. Und dann haben wir hier unten noch Herzog VBH, das ist die Abkürzung für Vollbluthustler 2015. Also 2015 das Album erschienen. Und dieses Poster ist einseitig bedruckt und im Hochformat. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann ein Shirt mit dabei. Dieses ist in Rot, Schwarz und Weiß. Und zu diesem Shirt möchte ich euch auch nochmal ganz kurz den Hintergrund erklären. Und zwar, hier, darum geht es mir. Das Bundle wurde damals in diesen drei Varianten angeboten. Also wir sehen hier, der Bundle-Inhalt war immer dasselbe. Allerdings konnte man das Shirt hier individuell auswählen. Und zwar gab es einmal hier diese Variante mit schwarzem Shirt, rot-weißer Pille. Dann natürlich weißes Shirt mit rot-schwarzer Pille und rotes Shirt mit schwarz-weißer Pille. Und nachdem Schwarz und Weiß sehr gängig sind in Bundles bzw. in Boxen, habe ich mir gedacht, ich nehme mal das rote Shirt, ist sehr selten meiner Meinung nach und hat mir vom Design her richtig gut gefallen. Generell muss ich sagen, Schwarz, Rot und Weiß, meine absolute Lieblingskombination bei Kleidung oder generell, sehr gelungen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Neckprint haben wir keinen. Und was auch noch schön ist, das Ganze ist, wo haben wir es? Hier in Größe M.
Denn man konnte nicht nur die Shirtfarbe wählen von den drei Designs, nein, man konnte sich auch noch die Größe aussuchen. Und ich habe mich in dem Fall dann für M entschieden. Fruit of the Loom Value Weight haben wir hier. Das Ganze ist 100% Baumwolle und ist, ich glaube, hier haben wir es, jawohl, kann man das lesen? Hier kann man es lesen, Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns zum Abschluss noch einmal kurz zusammen an, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Design und Größe damals frei wählbar. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt und signiert. Der Sticker im Hochformat, dann die Sticker im Querformat, wie gesagt, sollten glaube ich nur drei sein. Dann der Flyer und natürlich das Album an sich inklusive 23 Tracks plus DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Bundle-Version von EHFD von Herzog. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.